Sie kommen. Unser Feind wird nicht müde. Er gibt nicht auf. Er fühlt nicht. Ich habe versprochen, für die Lebenden zu kämpfen. Und ich werde das Versprechen halten. Streame die finale Staffel Game of Thrones mit Sky Ticket. Hallo Leute, die unglaublich epische Schlacht von Winterfell ist geschlagen, der Nachtkönig ist besiegt, worüber auch noch ein bis zwei Videos kommen und als nächstes ist Cersei dran. In diesem Video analysiere ich für euch Bild für Bild den Trailer zur vierten Folge, doch zuvor natürlich vielen Dank an alle Donators sowie Patreons, ihr seid einfach die Besten und denkt bitte auch daran, dabei die Links zu meinen fast ausverkauften Fanshirts abzuchecken, zum Sonderpreis von 9,99 €, die nicht mehr nachproduziert werden und es bald schon zu spät dafür sein könnte. Aber natürlich auch einen fetten Dank an den Sponsor dieses Videos, Sky Ticket. Denn Leute, Winter ist hier. Jeden Montag kommt eine neue Folge der finalen Staffel Game of Thrones abrufbar ab 3 Uhr in deutscher Sprache. Holt euch deshalb jetzt das Sky-Ticket für einen Monat zum Preis für nur 9,99 €. Einfach registrieren und ihr könnt sofort mit dem Entertainment-Ticket von Sky-Ticket nicht nur die heiß erwartete 8. Staffel, sondern selbstverständlich auch Staffel 1 bis 7 von Game of Thrones auf einem Gerät eurer Wahl, wie zum Beispiel Laptop, Smartphone oder Spielekonsole streamen, sowie viele weitere Serien und es ist monatlich kündbar, also checkt den Link in der Videobeschreibung, solltet ihr dies noch nicht getan haben. Vielen Dank für alles, auch für eure Geduld, lasst uns mit dem Video beginnen. We have won the Great War. Now we will win the last war. We'll rip her out root and stem. Der Trailer beginnt mit einem Anblick auf Winterfell bei Tag nach der epischen Schlacht der letzten Folge und der Schaden ist gewaltig. Es sieht so aus, als würde noch immer Rauch und Feuer aus dem von Melisandre entfachten Feuergraben steigen und könnte deutlich machen, welchen Schaden der Nachtkönig mit seiner Armee angerichtet hat, aber ich glaube eher, dass dies nach dieser Einstellung geschieht, die später im Trailer gezeigt wird. Denn wenn man genau hinsieht, erkennt man hier eine Reihe von Menschen, die ähnlich aufgestellt sind wie in der späteren Einstellung und es scheinen separate Feuerquellen zu sein und in der späteren Einstellung sieht man, wie die Überlebenden vom Winterfell, was nicht gerade viele sind, den Gefallenen ein Feuerbegräbnis geben und da es 7 Fackelträger gibt, die sich verteilen, werden es wohl auch dementsprechend 7 Scheiterhaufen voll mit den gefallenen Soldaten geben. Von links nach rechts aufgezählt sehen wir Tormund, Jon, Sansa, Rowurm, Daenerys und Samwell, die traurige Ehre haben, die Fackel zu tragen. Schön zu sehen ist, wie Bran im Mittelpunkt steht bzw. sitzt und um ihn herum viel Freiraum ist, da die Fackelträger wohl vorher noch dort standen, hinter ihm Sir Davos und der Bluthund sowie rechts davon waren Missandei und Tyrion und den alten sowie neuen Göttern zum Dank auch Gaes, dessen Schicksal zum Ende der 3. Episode noch unklar war, aber hiermit sein Überleben bestätigt wurde. Ich glaube hier auch Jaime und daneben mittlerweile Sir Brienne zu sehen. Somit gehe ich davon aus, dass die allererste Szene des Trailers nach dieser hier geschieht und die Szenerie dann in der Folge nach Königsmund wechselt, wie es auch der Trailer tut und den starken Kontrast zwischen dem geschundenen, von Schnee bedeckten Winterfell und dem intakten Königsmund im sonnigen Süden zeigt. Es sieht so aus, als würde das gemeine Volk in die Burgmauern reingelassen werden und anhand der Masse der Menschen gehe ich davon aus, dass Cersei ihnen verschiedene Aufträge zur Kriegsvorbereitung gegeben hat, da Qyburn ihr bestimmt wieder die Neuigkeiten mitgegeben hat, den Sieg des Nordens gegen die Armee der Untoten. Da ihr bewusst ist, dass jetzt auch Jaime zu ihren Feinden übergelaufen ist und ihnen von Cerseis Bruch der Vereinbarung erzählt wurde, rechnet sie wohl mit Rache, vor allem da Daenerys die noch 2 ausgewachsenen Drachen hat und ich kann mir gut vorstellen, dass es zur letzten Schlacht mehr Ballistas geben wird, die einlaufenden Menschen herstellen müssen. Ein weiteres kleines, aber feines Detail sind die Lannister-Fahnen sowie in der nächsten Einstellung ihr Lannister-Abzeichen, das sie stolz zu ihrem dunkelroten neuen Kleid trägt und zufrieden auf die geschäftigte Masse hinuntersieht, während Euron bewundernd hinter ihr steht, was auch ganz deutlich zeigt, wer hier das Sagen hat und sie ihm vielleicht sogar etwas zähmen konnte. Als nächstes sehen wir, wie Sansa auf ihr geschundenes Zuhause sieht und auch hier die Menschen geschäftigt sind, in diesem Fall aber mit den Reparaturarbeiten, während wir die verbliebenen Unbefleckten marschieren sehen. Daraufhin sehen wir wieder Sansa und den MVP der Schlacht von Winterfell Arya, sowie Jon, also dementsprechend die noch lebenden Starks, da Bran sich ja selbst mittlerweile als den dreieugigen Raben identifiziert, höchstwahrscheinlich kurz bevor die Feuerbestattung losgeht und vielleicht
vielleicht sogar jemand eine Rede zu den Ehren der Gefallenen hält, was sich gut Tyrion zutrauen könnte, oder vielleicht singt sogar Podrick noch ein Ständchen. Während wir Daenerys hören, die ihrerseits in einer späteren Szene eine Rede hält, wie sie sagt, dass sie den großen Krieg gewonnen haben und nun auch den letzten noch gewinnen werden, während Varys und Missandei an ihrer Seite stehen. Passend zu ihren Worten, aber eindeutig in einer anderen Szene bei Nacht, sehen wir die Überlebenden ihren Sieg feiern, nachdem Daenerys wohl etwas ähnlich Motivierendes gesagt hat und ein blutrotes Kleid trägt, passend zur Kriegsankündigung, sowie Tormund, der mit seiner roten Haarpracht und seinem Trinkhorn aus der Menge ragt. Daraufhin gibt es kurze Einstellungen, zum einen, wie Daenerys wieder mal mit einem ganz neuen Kleid Drogon an dessen Futterstelle streichelt und er sich wirklich darüber zu freuen scheint und anscheinend wieder ordentlich Appetit hat, sowie eine Szene von Arya, die hier mit Sicherheit Gendry küsst, und es sieht so aus, als würden die beiden uns einen riesen Fan-Favor spendieren, da sich hier wohl eine Beziehung aufbaut und so wie in der allerersten Folge von Robert Baratheon angekündigt, das Haus Stark mit dessen vereinen könnte, Bastard-Legitimation hin oder her. Darauf folgt die bereits besprochene Szene und Daenerys, die wohl nach ihrer feierlichen Rede mit ernster Miene davonzieht und sie scheint gekränkt zu sein, da ich glaube Tränen in ihren Augen zu sehen. Hat Sansa sie etwa wieder gedisst oder was meint ihr, woran es liegen könnte? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Daraufhin sehen wir Rhaegal über Daenerys Hauptschiff ihrer Flotte fliegen, was gut an der Galionsfigur in Form eines Drachens zu sehen ist, dieses Mal ohne Jon auf dessen Rücken, was uns übrigens bestätigt, dass auch Rhaegal den Tanz der Drachen ohne große Schäden überstanden hat. Als nächstes sehen wir Euron Cerseys Hand halten und auf die Knie gehen, was wohl auch in Westeros ein eindeutiger Heiratsantrag ist, und so wie Cersei schaut, scheint sie dessen nicht abgeneigt zu sein. Weiterhin scheint sie auch keinen Babybauch bekommen zu haben oder schafft es diesen mit ihrem Kleid gekonnt zu verbergen, aber ich denke, dass sie jetzt regelmäßig das Bett mit Euron teilt und er doch etwas davon mitbekommen müsste, oder nicht? Schön zu sehen ist ja auch Qyburns Gesichtsausdruck, der versucht das Ganze gekonnt zu ignorieren. Weiterhin kann ich mir gut vorstellen, dass diese Szene vor der davor gezeigten Szene geschieht, was nach einem erfolgreichen Heiratsantrag auch Eurons Gesichtsausdruck erklären würde. Daraufhin zeigt uns der Trailer Sansa auf den Burgmauern Winterfells die Drachen aus der Ferne beobachten, wo auch schön ihre Wunden aus dem vorangegangenen Tanz der Drachen zu sehen sind, sowie ihrem ernsten Blick, den wir bereits aus den anderen Trailern kennen, und ich habe das Gefühl, dass sie auf Winterfell bleiben wird, nicht nur weil sie vom Volk geschätzt wird, sondern auch immer ein Stark auf Winterfell bleiben muss, und Jon nachschaut, der in der nächsten Szene mit Ser Davos durch das Burgtor reitet. Eine ganz kurze Einstellung von Daenerys Flotte, anscheinend mit der davor genannten neuen Drachengalionsfigur und einem ganz kurzen Ausschnitt, in dem wir Daenerys sowie Drogon sehen, die glücklich nach oben schauen. Ich gehe mal davon aus, dass Rhaegal in der Szene angeflogen kommt und so zeigt, dass er sich komplett vom Tanz der Drachen erholt hat. Und schaut euch nur mal Drogon an, der hier regelrecht zu grinsen scheint und genauso gut aus einem Cartoon stammen könnte, und wir zur letzten Einstellung kommen. Wir sehen Königin Cersei im Vordergrund sowie Euron, den Berg und jemanden, der einen roten Umhang trägt. Vielleicht bekommt Qyburn eine feierliche Robe von Cersei und der Gesichtsausdruck Cerseis sowie Eurons könnte nach meiner Meinung zwei Gründe haben. Zum einen könnte sie eine offizielle Bekanntmachung wie der Vermählung mit Euron preisgeben oder aber sie beobachtet gerade Daenerys ankommende Flotte. Da Cersei sich ganz klar im Vorteil mit der Goldenen Kompanie und Eurons Flotte sieht, sieht sie hier wohl dann auch den großen Sieg bereits vor Augen. Das Ganze wird von Daenerys Stimme untermalt, die sagt, dass sie samt Stamm und Wurzeln vernichten wird, was in Cerseis Fall aber auch bedeuten würde, dass Tyrion und Jaime dran glauben müssen, was ich allerdings zu bezweifeln wage. Was glaubt ihr, was sie so ernst reinschauen lässt? Und was meint ihr, wie sich die vierte Episode entwickelt? Aber vor allem, wie fühlt ihr euch nach der epischen Schlacht vom Winterfell? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte auch ein Like da und abonniert diesen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und nicht vergessen, Winter is here. Jeden Montag kommt eine neue Folge der finalen Staffel von Game of Thrones, die in deutscher Sprache ab 3 Uhr abrufbar ist. Holt euch deshalb jetzt das Sky-Ticket für einen Monat zum Preis für nur 4,99 €. Einfach registrieren und ihr könnt sofort mit dem Entertainment-Ticket von Sky Ticket nicht nur die heiß erwartete 8. Staffel, sondern selbstverständlich auch Staffel 1 bis 7 von Game of Thrones auf einem Gerät eurer Wahl, wie zum Beispiel Laptop, Smartphone oder Spielekonsole streamen, sowie viele weitere Serien, und es ist monatlich kündbar, also checkt den Link in der Videobeschreibung, solltet ihr dies noch nicht getan haben. Vielen Dank nochmal für alles, in dem Sinne bis bald und Valar Morghulis.